Hallo Kapitäne, heute zeigen wir euch alles, was ihr über die sowjetische Flugzeugträgerlinie in World of Warships wissen müsst. Wir verraten euch alles über die Ausrüstung und das Spielen der Schiffe aus Nachimovs Linie. Gebt ein Like und abonniert den Kanal, damit ihr keines unserer Videos verpasst. Die sowjetische Flugzeugträgerlinie beginnt bei Stufe 4 mit der Komsomolis und endet bei Stufe 10 mit der Nachimov. Diese Linie gilt als eine der mächtigsten in World of Warships, dank des einzigartigen Spielstils ihrer Staffeln. Im Gegensatz zu Flugzeugträgern anderer Nationen können sowjetische Flugzeugträger nicht mehrere Angriffe mit einem Geschwader durchführen. Stattdessen führen eure Staffeln einen einzigen Angriff mit allen Flugzeugen des Geschwaders durch. Eure Angriffe sind also immer ein Alles-oder-Nichts-Unterfangen. Wenn ihr das Ziel trefft, verursacht ihr verheerenden Schaden. Verfehlt ihr, müsst ihr mit einem neuen Geschwader starten und zum Ziel zurückkehren, um es erneut zu versuchen. Daher ist es entscheidend, die richtigen Ziele für jeden Angriff auszuwählen. Die Angriffsflugzeuge haben zahlreiche Raketen mit hohem Schaden, Durchschlagskraft und Brandwahrscheinlichkeit, die jedoch eine längere Anlaufzeit nach Beginn eines Angriffs haben. Das macht sie gegen agile Ziele weniger effektiv, aber ideal für große und langsame Schiffe wie Schlachtschiffe, insbesondere bei seitlichen Angriffen. Die Torpedostaffeln sind ebenfalls gegen Schlachtschiffe effektiver, da ihre Torpedos zwar großen Schaden verursachen, aber nach dem Abwurf eine Weile brauchen, um scharf zu werden und etwas langsamer sind. Dies erschwert das Treffen schnellerer Ziele. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Torpedos gegen Schlachtschiffe ist, dass sie extrem dicht beieinander abgeworfen werden, was es selbst frontal angreifenden Schlachtschiffen schwer macht, den meisten Torpedos auszuweichen. Schließlich verwenden eure Springbombenflugzeuge Bomben, die auf dem Wasser abprallen können. Dadurch könnt ihr sie aus sicherer Entfernung abwerfen, ohne die Luftabwehr des Ziels durchdringen zu müssen. Der Nachteil ist, dass ihr die Zeit, die sie zum Ziel benötigen, genau berechnen müsst. Alternativ könnt ihr so nah wie möglich herankommen, um die Bomben aus nächster Nähe abzuwerfen, riskiert dabei jedoch den Verlust von mehr Flugzeugen. Egal, wofür ihr euch entscheidet, denkt daran, dass diese Bomben immer nebeneinander abgeworfen werden. Daher ist es ideal, eure Ziele immer von der Seite anzugreifen. Aufgrund der Vielseitigkeit dieser Bomber sind sie gegen jede Klasse wirksam. Ihr könnt entweder Zerstörer mit schwacher Luftabwehr aus nächster Nähe angreifen oder eure Bomben aus sicherer Entfernung gegen Kreuzer mit stärkerer Luftabwehr abwerfen. Was die sowjetischen Flugzeugträger selbst betrifft, so haben die meisten dieser Schiffe eine überdurchschnittliche Geschwindigkeit und Verborgenheit für ihre Klasse, aber ihre Zitadellen sind sehr anfällig. Daher ist es wichtig, ihre Verborgenheit zu nutzen, um nicht entdeckt zu werden und sich in der Nähe von Inseln zu positionieren, um nicht von Salven von Schlachtschiffen überrascht zu werden. Diese werden euch, wenn sie können, immer ins Visier nehmen, da ihr ihre Hauptziele seid. Mit über 700 Schiffen im Spiel und ständig neuen Updates wird es immer schwieriger, den Überblick zu behalten, was an jedem Schiff besonders ist. Aber durch unsere aktualisierten Guides werdet ihr nach und nach die Hauptvorteile und Nachteile jeder Linie kennenlernen. Und wenn ihr jetzt erst anfangt, gebe ich euch einige großartige Schiffe, um euch den Einstieg zu erleichtern, darunter das legendäre deutsche Schlachtschiff Nassau. Und das ist noch nicht alles. Ich gebe euch auch den mächtigen Kreuzer Kolberg und den agilen Zerstörer G101, um eure deutsche Flotte weiter zu verstärken. Mit einem solchen Geschenk ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um in diesem epischen und immersiven Spiel, das bereits Millionen von Spielern in Deutschland und auf der ganzen Welt begeistert hat, voll durchzustarten. Klickt einfach auf den Link in der Beschreibung unten, um dieses fantastische Willkommenspaket freizuschalten, das auch viele Funktionen enthält, mit denen ihr eure eigene Flotte aufbauen könnt. Also nutzt diese exklusive Gelegenheit, ruft eure Freunde und dominiert die 7 Weltmeere. Schaut euch jetzt den Link an und stürzt euch in aufregende Schlachten. Nun, da ihr die Grundlagen der sowjetischen Flugzeugträgerlinie kennt, ist es an der Zeit, über einige Verbesserungen und Kapitänsfertigkeiten zu sprechen, die ihr ausrüsten solltet, um die Leistung dieser Schiffe zu maximieren. Wie viele bereits wissen, ist der beste Weg, die Leistung eines Schiffs zu verbessern, sich auf seine Stärken zu konzentrieren. Schwächen wird es immer geben, aber wenn ihr eure Vorteile noch bedeutender macht, seid ihr immer bereit, die beste Leistung aus eurem Schiff herauszuholen. Bei den Trägern der Nachimov-Linie liegt unser Fokus darauf,
Die Bewaffnung ihrer Torpedo- und Springbomberstaffeln, die Überlebensfähigkeit und Geschwindigkeit aller Staffeln sowie die Verborgenheit des Schiffs zu verbessern. Beginnen wir mit der Bewaffnung eurer Torpedostaffeln. Es ist wichtig, die Verbesserung Flugzeugtorpedos Modifikation 1 zu verwenden, die die Geschwindigkeit eurer Torpedos erhöht. Einen ähnlichen Vorteil bietet die Kapitänsfertigkeit Flinke fliegende Fische, während die Fertigkeit Torpedobomber die Mindestentfernung verringert, die zum Scharfschalten eurer Torpedos erforderlich ist. Schließlich sorgt die Fähigkeit Annäherungszünder dafür, dass eure Torpedos einen Teil des Torpedoschutzes ihrer Ziele ignorieren, was besonders gegen Schlachtschiffe den Schaden erhöht. Für eure Springbomber könnt ihr ihre Leistung mit den Fertigkeiten Pyrotechniker, die die Wahrscheinlichkeit von Bränden durch eure Bomben erhöht, und Bomberflugsteuerung, die die Geschwindigkeit eurer Bomber erhöht, verbessern. Es ist erwähnenswert, dass die Fertigkeit Pyrotechniker auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eure Raketen Brände verursachen und somit auch eure Angriffsflugzeuge verbessert. Um die Überlebensfähigkeit eurer Staffeln zu verbessern, solltet ihr die Fertigkeiten Flugstone, Flugzeugpanzerung verwenden, die den Schaden durch Flugabwehrwaffen reduziert, Experte der Überlebensfähigkeit, der die TP eurer Flugzeuge erhöht, und verbesserte Flugzeugpanzerung, die den Schaden durch Flugabwehrexplosionen reduziert. Ihr könnt auch einen zusätzlichen TP-Schub für eine eurer Staffeln durch die Verbesserungen Schlachtflugzeug Modifikation 2, Torpedobomber Modifikation 2 oder Springbomber Modifikation 2 erhalten. Um die Geschwindigkeit eurer Staffeln zu verbessern, benötigt ihr die Verbesserungen Flugzeugmotor Modifikation 1 und Flugüberwachungsmodifikation 2, die die Dauer eures Motorschubs und die Geschwindigkeit eurer Flugzeuge erhöhen. Ähnliche Boni zur Dauer eures Motorkühlung und zur Geschwindigkeit eurer Flugzeuge können durch die verbesserten Fertigkeiten verbesserter Motorboost und Motortechniker erzielt werden. Schließlich ist es zur Verbesserung der Verborgenheit eures Schiffs am wichtigsten, die Verbesserung Tarnsystem Modifikation 1 zu erhalten. Ihr könnt auch die Kapitänsfertigkeit Verborgene Bedrohung nutzen, um euren Flugzeugträger noch heimlicher zu machen. Aber bedenkt, dass diese Fähigkeit auch die Geschwindigkeit eurer Flugzeuge bei der Rückkehr zum Träger erheblich reduziert. Das erfordert, dass ihr euch viel näher an eure Feinde positioniert, um diesen Nachteil auszugleichen. Natürlich könnt ihr euer Schiff nicht mit all diesen Verbesserungen und Kapitänsfertigkeiten gleichzeitig ausrüsten. Es liegt an euch zu entscheiden, welche davon für die sowjetischen Flugzeugträger je nach eurem Spielstil und den Bedürfnissen jedes Schiffs am nützlichsten sind. Mit unseren gut ausgerüsteten sowjetischen Flugzeugträgern und erfahrenen Kapitänen ist es an der Zeit, einige fortgeschrittene Tipps zu erlernen, um immer einen Schritt voraus zu sein. Sprechen wir also darüber, wie ihr die Frequenz eurer Angriffe maximieren könnt. Wie bereits erklärt, können sowjetische Flugzeugträger mit ihren Staffeln nur einen Angriff durchführen und müssen dann mit einer anderen Staffel neu starten, um erneut zuzuschlagen. Der Hauptfaktor, der die Angriffsfrequenz am meisten begrenzt, ist die Entfernung, die eure Staffeln zurücklegen müssen, um das Ziel zu erreichen. Die beste Möglichkeit, diese Entfernung zu verringern, besteht natürlich darin, euer Schiff näher an den Feind heranzubringen. Dies ist zweifellos eine riskante Strategie und erfordert gutes Kartenwissen, um sie erfolgreich umzusetzen. Ihr solltet Inseln in der Nähe des Gefechts als Deckung nutzen, aber seid euch bewusst, dass ihr keine Fluchtmöglichkeit habt, falls eure Gegner eure Verbündeten besiegen und sich auf eure Position zubewegen. Trotz des Risikos ist diese Strategie äußerst lohnend, da eure Flugzeuge darauf ausgelegt sind, kurze Strecken schnell zu überwinden. Sie sind zwar nicht besonders schnell oder widerstandsfähig, aber ab Stufe 8 sind sie mit Jets ausgestattet, die ihnen nach dem Start einen erheblichen Geschwindigkeitsschub bieten. In Entfernungen unter 15 Kilometern ermöglicht euch dieser zusätzliche Schub, die Frequenz eurer Angriffe weiter zu erhöhen. Wenn ein Feind euch innerhalb von 12 Kilometern nähert, könnt ihr so häufig angreifen, dass ihr sogar die konventionellen Flugzeugträger übertrifft, die mit einer Staffel mehrere Angriffe durchführen können. Dieser Spielstil kann mit jedem Flugzeugträger umgesetzt werden, ist jedoch mit sowjetischen Flugzeugträgern besonders effektiv, da sie in der Lage sind, mit ihren Staffeln vollständige Angriffe auf einmal auszuführen. Für diese Schiffe zählt jede Sekunde im Kampf. Daher solltet ihr eure Flugzeit zum Ziel minimieren und eure Angriffszeit maximieren, um beeindruckenden Schaden zu verursachen. Jetzt, da ihr alles über sowjetische Flugzeugträger wisst, ist es an der Zeit, das Gelernte in die Praxis umzusetzen und sie in epischen Gefechten in World of Warships zu befehligen. Das war's für heute, Kapitäne. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.